Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Zeit für Freunde mit Tanja, Yuki und Candy und dem kleinen Tyler. Yay! Ja, Tanja und Candy schlafen. Und Yuki ist noch hier unten und guckt noch ein bisschen. Der hat mir gesagt, dass sie mal hier Kräuterkunde ein bisschen was machen soll. Ihr fehlt ein bisschen Soziales. Und da wäre es doch um die Zeit, glaube ich, 7 Uhr kann man schon telefonieren, hoffe ich doch zumindest, ob dass wir mal den Stefan noch anrufen. So, komm. Telefonier mal. Du kannst das Buch jetzt gerne hinlegen. Und ich muss auch noch ein bisschen programmieren mit ihr. Das mache ich gleich hier im Moment. Programmieren, freiberufliche Arbeit fortsetzen. So. Yuki. Sie ist gerade total in diesem Buch hier drin. Wie weit bist du denn mit der Fähigkeit? 61% abgeschlossen. Level 2. Ich leg's mal hin. Kann man eigentlich Kräuterkunde auch auf Level 10 machen? Oder gibt es da vielleicht nur Level 5? So, dann rufen wir mal Stefan an. Und am Wochenende würde ich mal sagen, können die beiden sich mal wieder treffen. Ja, das ist ja nicht... nicht mehr so lange hin. Wir haben heute Freitag. Heute ist noch ihr letzter Arbeitstag für diese Woche. Und dann... ja, ich hoffe mal, dass sie mit einer Beförderung kommt. Wir haben ja Level 5. Also dann wären wir bei Level 6. So, ich spule mal ein bisschen vor, weil die anderen beiden ja wirklich schlafen noch. Eine Stunde noch. Die Kühe haben allerdings auch Hunger. Und da gucke ich doch mal... direkt. Vielleicht wecke ich Tanja doch einfach mal auf. Tyler ist auch schon aufgewacht. Okay, also einmal verwenden. Und dann gehst du mal die Kühe füttern. Hier drüben läuft die Lena rum. ach so, und dann alles ernten und nochmal den Garten pflegen. Wie viele Simfrüchte haben wir eigentlich? Hier haben wir gar keine. 3. Wir haben echt nur 3. Haben wir eigentlich unsere Eier hier alle gefunden? Da muss ich jetzt auch mal gucken. Für Zeit... ah, mir fehlen immer noch 2. Oh, da habt ihr aber nicht mehr lange Zeit, für die Kinders. Ihr habt nicht mehr lange Zeit. 2, 4, 6, 8, 9. Irgendwie ist aber da ein Ei, das ich... Moment. So, ich wecke Tanja mal auf. Sie kann ja schon mal... danke für die gute Arbeit. Ich hoffe, die Bezahlung ist so in Ordnung. Ja. Warte mal, ich muss mit Yuki anfangen. So, das Ei. Ach komm, wir verkaufen den Rest, oder? Das ist ja nicht... so, das haben wir schon. Du hast gar keine Eier bei dir drin. Und du hast... das ist das hier. Okay. Das Grüne haben wir auch. Okay. Ah, dieses Orangen. Das haben wir noch nicht hier stehen. Und Tanja, was hast du denn bei Kräuterkunde? Oh, Level 3. Ach, jetzt wollte ich hier Sachen darüber ziehen. Egal. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Sie hat die Kamille und Löwenmäulchen und dein unbestimmter Pilz. Den würde ich gerne zu Tanja holen. Und... einen unbestimmten Pilz. Ich dachte, das geht. Irgendwie sollte das doch funktionieren. Es geht nicht. Ich würde den gerne zu ihr... hä? Oder muss ich das einzeln machen? Nee, ne? Oder? Ach doch. Ach, du Schande. Ich bring ihr das wirklich einzeln drüber. Bäh. Was ist das? Gänseblümchen. Okay. Komm, die Gänseblümchen, die können wir aber verkaufen. Und die Löwenmöllchen können wir auch verkaufen. Dann kriegen wir voll viel Geld. Und die Kamille, die würde ich gerne behalten. Aber die würde ich gerne hier reinmachen. So. Okay. So, um diesen Sim-Frucht-Dingsbums da zu erreichen, um die Herausforderung zu schaffen sozusagen, müssen wir noch ein paar Sim-Früchte sammeln. 16. 16 und 3 sind 19. Oh nein. Eine Simfrucht würde noch fehlen. Das ist doch doof. Ja, ich würde das jetzt auch gerne mit Tanja, glaube ich, auch wieder machen. Genau, super. So.
Und Tanja, du kannst dann mal kurz bei dir reingucken. So, warte mal. Das hatten wir jetzt gerade gekriegt, ne? So, du hast einmal. Das ist noch der Unbestimmte. Und das ist auch ein Unbestimmter. Haben wir nicht schon eine Pilzart? Guck mal, das ist doch Pilzgewächs. Seltsam. Dann haben wir hier Giftfeuerblatt und eine giftige Kamille. Und die haben wir, glaube ich, irgendwo. Schädlicher Holunderstrauch. Weinrebe, Heidelbeerbusch, gekreuzte Pflanze, Gänseblümchen, Löwenmäulchen. Gott, ich krieg hier Kamille. Was ist so lustig? Benehmen, ignorieren? Ja, mach mal. Wie auch immer. Ich bin hier gerade am gucken, Mann. 19! Nee, Quatsch. Ich habe sie ja schon rübergezogen. Na, ich habe mich jetzt vorgefreut. Oh Gott. So, haben wir ein Giftfeuerblatt nicht irgendwo eingepflanzt gehabt? Hier drüben habe ich ja nichts gepflanzt. Okay. Ich dachte, aber ich habe es jetzt hier nicht gefunden. Wartet mal. Oh. Jetzt beschäftige ich mich hier so sehr mit dem Garten. Und das hier war die Kamille. Aber, hä? Ach so, und wartet mal. Hier vorne war doch eine Kamille. Das ist die ganz normale Kamille. Genau. Zweimal. Chrysanthemen und gekreuzte Pflanze von Löwenbaum und so weiter. Wir können doch hier auch so ein bisschen schieben, oder nicht? Ach nee. Wir können es nicht schieben, wenn es auf Wasser ist. Das ist doof. So, Tanja, komm noch mal ganz kurz raus und mach hier, pflanz das noch mal ein. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie wollte gerade irgendwas essen, gell? Ach so, ich muss vielleicht auch auf Weitergehen machen. So, Candy, wie geht's denn dir mittlerweile? Und unser Tyler, dem Tyler, wir haben jetzt, oh, boah, wir haben jetzt 4.000, wir haben jetzt einiges verkauft. Und da wollte ich dem Tyler auf jeden Fall ein paar Vorhänge gönnen. Und ich dachte, diese Vorhänge. Und ich muss mal ganz kurz gucken, in was für eine Farbe. Ja, doch, die sind noch schön. Ich wollte nämlich so ein bisschen in grün bei ihm umändern. So. Das ist auch grün und das können wir auch grün machen. Das ist nicht immer, dass ich alles dann grün mache, aber ja, die lila Wand kann zum Beispiel erstmal bleiben. Wobei das auch grünes Gras wäre natürlich irgendwie schöner, aber egal. So, genau, dann. So, dann macht das nochmal bewässern. Man könnte düngen auch, aber egal. Komm schon, ich will noch eine haben. Diese Herausforderung, die endet, also die endet ja bald. Wie viel haben wir denn noch im Kühlschrank? Nicht wirklich viel. Hier haben wir noch Fisch drin. Wartet mal, dann müsste sie mal kochen. Und vielleicht was mit Fisch. Den Erdbeerkuchen habe ich noch nie gemacht. Fish and Chips. Guck mal. Den machen wir mal. Oh, und da ist auch noch was hier drin. So, Tanja kommt erstmal rein. Und ich finde eigentlich auch, das Häuschen ist mittlerweile auch wirklich total schick auch geworden. Also es ist ja viel, viel bunter irgendwie als vorher. Und das passt aber genau zu WG und so. Also ich meine, die Dinge sind natürlich immer noch so ein bisschen ältlich und so, aber das ist irgendwie auch der Charme von einer WG, ne? Dass da nicht alles neueste Sachen immer drin sind. So, Candy, wie sieht's aus? Musst du heute eigentlich arbeiten? Ja, 17 bis 0. Oh, bis 0. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehst du erstmal ein Schaumbad nehmen, danach gehst du wie ein Champion pieseln. Und Hunger hättest du dann auch. Bis dahin ist, denke ich mal, Tanja sowieso mit dem Fisch und Chips fertig. Viel Spaß in der Wanne. Wobei ich die lieber mal in den Kühlschrank stelle, dann hält sich's einfach länger, ne? Du kannst dann in den Kühlschrank gehen und dann, was hatten wir denn noch hier drin? Grillkäse, der noch 4 Tage hält. Ach komm, wir nehmen auch Fisch und Chips. So, Tanja, was mache ich denn heute mit dir? Sag mal.
Wir müssen noch zweimal ein Gemälde anfangen, wenn wir inspiriert sind. Das heißt, brauchen wir eine Dusche? Ach komm, wir können uns mal kurz unter die Dusche stellen. Nachdenklich. Und dann können wir mal ein Gemälde anfangen. Tyler geht es gut, wobei wir vielleicht danach mal ein bisschen nach ihm gucken sollten. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So. Guck mal, hier könnten wir eigentlich auch was draufstellen. Das hatte doch mal Candy gemacht, gell? Candy, mit deinen Aufgaben bist du da eigentlich fertig? Ja, da hast du alles abgeschlossen und so weiter. Also von daher, wo sind wir mit 6, Level 6? Ja, sie hat auch Spaß im Schaumbad. Weil dann könnten wir doch eigentlich ein bisschen schreinern. Dafür steht ja dieses Teil noch hier. Ja, das könnten wir. So. Also, ich spule mal ein bisschen weiter vor. Auf jeden Fall, Tanja, kannst du danach hier nochmal das wegwerfen. Geplündert haben wir es anscheinend schon. Wobei, das könnte ich ja auch für dich übernehmen, ne? Aber egal. Genau, mach das mal so. Dann bist du inspiriert. Dann gehen wir eine Etage höher. Und irgendwie hackt das hier. Ich weiß auch nicht. Huch, das wollte ich gar nicht. Und ein surrealistisches Gemälde darfst du mal anfangen. Oh, achso, du wolltest jetzt gerade mal nach Tyler gucken, dem es gerade nicht so gut geht, gell? Das kann Candy machen, nachdem sie dann fertig ist. Hey, ich fasse immer hier so. Ja, genau. Schmutzige Windeln wechseln, mit Flasche füttern und reden. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir haben noch eine Wahnsinnsgeschichten-App bekommen und... Ja, gute Chefs wissen, wann man sich raushalten soll. Achso, das war das... Da kam irgendwas. Ja, okay. Ich gucke aber nochmal bei ihr auch. Ja, ich glaube, wir werden befördert. Yay. 17 Uhr ist es soweit. So, Tanja, wie schaut's bei dir aus? Es heißt ja eigentlich immer nur anfangen, genau. Wobei sie jetzt schon selbstsicher ist. Aber ich glaube, Candy kann das gleich machen, oder? Bis dahin hält Tyler noch aus. Hoffe ich mal, zumindest. Ich gucke mal über die Schulter. Das ist dieses schöne Bild von dem Wind. Also das ist ein Windbild, einwandfrei. So, genau. Komm du mal hoch und danach kannst du runtergehen und Fernsehen... den Comedy-Kanal schauen. Ich hoffe mal, dass wir da mal mit dir auch irgendwie weiterkommen. 80% haben wir dann. Haben wir endlich mal irgendwann Level 8. Sind wir schon fertig? Ist es schon fertig? Nee. Ich dachte, ach, da unten fehlt noch was. Aber irgendwie ist es auch süß. Oh, juhu, wir haben ein Meisterwerk. Boah, 2467. Verkaufen. Ja, komm, verkauf es. Wir brauchen die Kohle. Und achso, nee, ich bin jetzt sehr selbstsicher. So, Tyler geht's gut. Candy hat super auf ihn aufgepasst. Dann lege ich mich doch mal ein bisschen schlafen. Ja, Tyler ist jetzt glücklich. Irgendwie hackt heute mein Sims. Ich weiß auch nicht. Was ist denn los? Ich habe heute auch nichts dran. Es ist nicht so, dass ich momentan was hochlade, was ich manchmal tue, währenddessen ich spiele. Also von daher gehen wir mal ganz langsam und sachte einfach mit, sozusagen. So, ich hoffe, ja, Comedy ist es einmal und ich glaube, es macht ja auch noch Spaß zum anderen. Tyler schläft, Tanja schläft und dann spulen wir uns mal quasi die Stunde vor. Ja, du guckst hier irgendwelche komischen Sachen. Hauptsache, es ist... Ja, es ist Comedy und so. 82%. Mensch, das dauert ja ewig. Ja. 83%. Oh Mann, bis wir bei Level 10 sind. Yay! Yuki ist da und Yuki stinkt wie... Oh, sie hat... neue Klamotten auch gekriegt. Steht das auch da? Wartet mal ganz kurz. Nee, steht gar nicht da, aber... Oh Gott, was machst du gerade für ein Gesicht, Yuki? Okay,
5 Simoleons mehr, es sind 78. Dann hat sie noch einen Bonus bekommen und einen Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Sie muss weiterhin von Montag bis Freitag arbeiten. Das ist sehr schön. Ich muss jetzt gerade mal ein Bild machen von dir, meine Liebe. Das ist echt ein Gesicht. Du schielst und dann auch noch diese Lippen, wie auch immer. So, und wenn du schon mal hier draußen bist, meine Liebe, dann kannst du gerade mal hier füttern. Und ich vermute mal auch den hier füttern. Und nee, da ist nichts da, aber weiterentwickeln. So, und dann, genau danach, darfst du eine erfrischende Dusche nehmen. Das ist auch heiß, was du anhast, muss ich echt schon sagen, meine Liebe. So, Candy, du musst zur Arbeit. Los, bist schon zu spät. Ich guck nochmal zu Tanja. Oh, Tanja, nö, nö, nö. Tyler ist schon wieder traurig. So, genau. Weiterentwickeln. Was haben wir denn jetzt hübsch? Sehr hübsch. Hm. Ich bin mal gespannt, was mit diesen Simfrüchten dann ist. Ob das dann irgendwann, also ob die dann weiter da sind. Einfach nur so zum... mal schauen. So, Psst und reden. Tanja, du musst aufwachen. Das ist dein Sohn. Und Liebkosen und Grimassen und Hüpfen und so. Er hat es eigentlich schon gesagt, dass er älter wird? Nee, ne? Noch nicht. So, ich glaube, wir dürfen auch mal ein bisschen trainieren. Also die Hüfte ist ein bisschen breiter, glaube ich, geworden. Oh, was ist denn mit euch zwei? Seid ihr Freunde geworden oder so? Was war? Was ist? War das hier irgendwie wegen den Puppen hier? Ich wollte eigentlich mit Candy an die Werkbank, ne? Aber sie muss die Comedy einfach fertig kriegen. So, meine liebe Yuki, wo bist du? Hoch? Okay, du bist hier unten. Du hast jetzt, glaube ich, frei. Mhm. Aber wir könnten eines noch machen. Gut, die macht das jetzt Spaß. Und Level 8. Okay. Du könntest jetzt gerade noch mal was programmieren. Das machen wir jetzt heute Abend. Und dann hast du nämlich samstags frei. Und dann können wir samstags mal mit dem Stefan noch mal eine Runde irgendwo ausgehen. Mal schauen, was genau wir machen. Vielleicht gehen wir mal wirklich einfach ihr zwei einfach mal aus, eine Verabredung machen. So, hier, guck mal, schmutzige Windeln. Und können wir auch was Lustiges machen? Schaukeln vielleicht? Stolz vorzeigen? Nee. Grimassen schneiden? Ich weiß nicht, was Spaß macht. Aber Soziales geht zumindest sehr, sehr hoch. So, reden... Nochmal schaukeln. Genau. Ein ruhiger Geburtstag. Wiss, Candy und so weiter. Weitermachen. Leistungsverbesserung ist klein. Wie sieht es bei dir eigentlich nochmal aus? Hm, okay. Ich sage aber trotzdem mal, du sollst ein bisschen fleißig, oder? Hm. Verringert die Arbeitsleistung. Hier steht überall, verringert die Arbeitsleistung. Fleißig arbeiten ist das Einzigste. Wer ist das da hinten? Wer ist das denn? Warte, das will ich wissen. Wer ist das? Kevin Mertens. Keine Ahnung, kenne ich nicht. So, ich glaube, ich sage jetzt heute erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Und ja, Tanja und ihr Sohnemann, der... Ach so, ich wollte mal in seinem Stammbaum nachgucken, wobei ich nicht weiß, ich kann das noch nicht, glaube ich, bei ihm. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo sind die Stammbäume? Hier. Hier, das ist die Tanja und das ist Tyler Traumtänzer und genau, Malcolm Landgraf. Ach Gott, der hat ja auch noch, hier noch, Nancy. Okay, und Jeffrey. Führender Detektiv und kleine Verbrecherkönigin. Na super. Und unsere Tanja, die ist ja jetzt von der Legacy Challenge und
hatte noch zwei Geschwister. Den Tassilo und die Tessa und den Ted. Drei Geschwister, habe ich zwei gesagt. Und ja, Tom und Alina sind die Eltern. Und Vanessa und Tristan. Eigentlich geht es da sogar noch weiter hoch. Anscheinend geht aber nicht mehr. Das sind nur 1, 2, 3, 4 Generationen drauf. Naja gut, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, eure Sagi Naidrau. Ciao, ciao.